Ciao Jun und ich begrüßen euch zum nächsten Part von Assassin's Creed Chronicles China. Und es geht weiter, wer den letzten ersten Part natürlich nicht gesehen hat, auf jeden Fall nachholen und ein Däumchen hinterlassen, wenn ihr möchtet. Und nun ja, auf jeden Fall, jetzt geht es weiter. Ich habe jetzt übrigens die Steuerung auf den Controller gesetzt, habe da schon mal ein bisschen jetzt hier gerade rumexperimentiert, wie alles funktioniert. Ist eigentlich angenehmer als auf dem PC. Nur das Kontern weiß ich jetzt noch nicht genau, wie das funktioniert am Controller. Werde ich aber sicherlich noch herausfinden. Und nun ja, auf jeden Fall, was kann ich noch sagen? Genau, ich habe mich jetzt ein wenig kundig gemacht. Es wird ja so sein, dass Assassin's Creed Chronicles in 3 Episoden aufgeteilt wird. Das heißt, die erste Episode wird jetzt heißen Assassin's Creed Chronicles China. Die zweite Episode, die irgendwann rauskommen wird im Verlauf des Jahres, wird sich Assassin's Creed Chronicles India nennen. Und die letzte nennt sich dann Assassin's Creed Chronicles Russia, weil das hat man auch im Trailer schon gesehen. Und da habe ich mich auch schon gewundert, wieso das jetzt Assassin's Creed Chronicles China heißt, wenn da auch noch andere Länder vorkommen. Aber die Frage ist dementsprechend beantwortet. Das heißt, wir haben über das Jahr verteilt, bis, denke ich mal, Victory rauskommt. Auf jeden Fall noch ein paar Assassin's Creed-Projekte, finde ich ziemlich cool. Und nun ja, auf jeden Fall, weil Rogue neigt sich ja auch langsam so dem Ende entgegen. Und ja, auf jeden Fall so. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter, gehen erstmal hier runter. Jetzt muss ich gucken, wie man sich fallen lassen kann. Genau, auf B, das hatte ich mich noch nicht herausgefunden. So, dann kann man jetzt hier so sprinten und sich festhalten. So, ich habe irgendwie Angst, dass das runterfällt. So, schnell hier mal hoch. So, und zack. Alles klar, und zack. So, damit sind wir hier drüben. Ich finde auch die Soundeffekte ziemlich stimmig, muss ich sagen. Ne, ich denke mal hier, wir können auch noch nach hier oben. Vermute ich zumindest. Ah, ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich das Adlerauge aktivieren. Ist jetzt schon die nächste Frage, wie wir das aktivieren. Oh, auf Select komme ich. Ah, auf Select kann ich auf die Karte. Okay. Da ist jetzt ein Bereich. Die Legende, alles klar. Hauptziel, Nebenziel. Ah, da ist das Hauptziel, da ist das Nebenziel. Klasse, super. Alles klar. Dann haben wir hier noch was zu holen. Genau, super. Nun gut, alles klar. Jetzt würde ich nur gerne trotzdem wissen, wie wir das Adlerauge aktivieren. Okay, damit. So, damit können wir auch ein bisschen den Bereich erkunden. Alles klar, kommen wir denn hier irgendwo hoch oder muss ich da rüber springen? Ich versuch's einfach mal. Auf gut Glück. So, okay. Stay here. I'll get the key and get you out of there. Alles klar. Drücke A, um das Adlerauge zu aktivieren. Ja, genau. Ah, okay, die Zielperson da oben hat wahrscheinlich den Key. Okay, alles klar. So, müssen wir nur schauen, wann der sich wieder umdreht, damit wir auf die andere Seite kommen. So, am besten jetzt. Ach, wie cool, wir können auch hier dran. Ey, das ist ja super. Das ist klasse. Dann warten wir, bis der jetzt kommt. Dann muss ich gucken, ob ich ein Attentat... Haha, das ist nice. Das ist echt cool. So, alles klar. Super, damit haben wir das Fragment. Jetzt ist hier oben aber noch was gewesen, soweit ich weiß. Wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken. Genau, und oben befindet sich auch noch was. Da müssen wir ja sowieso hin. Genau, jetzt können wir nach hier oben. Und verdammt, jetzt habe ich immer noch nicht nachgeschaut, worum es in diesem Spiel geht. Welches Spiel ich meinte, was diesem Spiel so ein wenig ähnelt vom Stil. Was auch so 2D und 3D war. Weiß ich jetzt leider nicht mehr. Naja, egal. So. Ach nee, das ist hier nur das Symbol gewesen, dass man hier was auffüllen kann. Ach so. Okay. Alles klar. Ja, Munitionsdepot hätte ich eigentlich auch lesen können, nicht doof. Naja, gut, alles klar, wir müssen aber eh hier runter. Das heißt, wenn der sich jetzt gleich wegbewegt, können wir den ausschalten. Der muss sich nur umdrehen, genau. So, klasse. So, Leiche nehmen. Und Leiche ablegen und selber verstecken. Alles klar. Gut, ich war mir gerade noch ein bisschen unsicher wegen der Controller-Steuerung, aber hat doch wunderbar funktioniert. Weil wenn die Leiche jetzt da liegen bleiben würde, dann... Ja, okay, wir würden es wahrscheinlich auch schaffen, aber... Kann man ja vermeiden. Kann ich nicht jetzt pfeifen? Nee, verdammt, jetzt war ich zu spät. Ah ja, doch, noch geschafft. Super. Gut, weil wenn der jetzt, glaube ich, nach hier kommt, dann könnte ich den noch, glaube ich, noch recht schnell ausschalten, oder?
Kann ich nicht ausschalten? Hey! Was soll das? Ja, Speicher. Na, scheiße. Spieler desynchronisiert. Verdammt, wieso hat das nicht geklappt? Oh, das ist aber gemein. Das ist aber richtig fies. Ja, alles klar. Dich werde ich jetzt befreien. Keine Sorge. So, ja, das Ziel haben wir jetzt markiert. Klar, das hatten wir jetzt alles schon. So, den schalten wir jetzt auch wieder aus. So. Okay, das hier hinten müssen wir jetzt anscheinend nicht mehr besorgen. Das heißt aber gemein. Mit dem Typen. Hätte ich nicht gedacht. So. So, den haben wir. Mit B die Leiche nehmen. Verstecken und selber da rein. Alles klar. Und diesmal pfeife ich nicht. Da pfeife ich jetzt drauf. Ich warte einfach, bis er sich umdreht und dann gehe ich raus. Verdammt, dann kommt da der andere. Okay, da muss man also ziemlich schnell sein, um das zu schaffen. Okay. Alles klar. Gut, das heißt, wir müssen, wenn er rausgeht, wirklich schnell reagieren. Sonst schaffen wir das nicht. So, komm her. Dich nehme ich mit. Schmeiß dich auch noch da rein. So, schnell hier rein. Und jetzt warten wir ab, bis er zurückkommt. Ich denke mal, der sollte jetzt aber nicht so schwer sein. Boah, das war knapp. Heieiei. Okay, alles klar. Uiuiui. Das war aber haarscharf. Ich würde sagen, die springen wir jetzt einfach wieder runter. So. Hi. Alles klar. Das war sozusagen so ein bisschen ein nebensächliches Ziel. Ich denke mal, mit diesen Punkten können wir uns Sachen kaufen. Ich denke mal, deswegen sind die auch einigermaßen wichtig, dass wir die haben. Drücke X oder Y für ein Attentat. Das nenne ich präzise. Where is the box you took from me? Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the box. Thinking that killing me will achieve anything. Killing just one of you will not give me the vengeance I seek. You are the first of the tigers to fall, but you will not be the last. Alles klar. Klasse, 8-mal Gold, 4-mal Assassin-Gold und da haben wir... Super, nicht schlecht. So, wir haben 2 von den Animus-Scherben vergessen. Aber nicht so schlimm. Fortsetzen. Verbesserte Gesundheit, alles klar. Okay, Versteckwechsel. Bewege linke Maus in gewisse Richtung, während du dich in ein Versteck befindest und drücke A, um das nächste verfügbare Versteck zu wechseln. Okay, alles klar, auch nicht schlecht. Wurfmesser. Wähle Wurfmesser aus, indem du auf dem Steuerkreuz nach rechts drückst. Ziele, indem du links B gedrückt hältst und rechts bewegst. Wenn du bereit bist, drücke... Ja, okay, alles klar. Ja, das weiß ich, wie das funktioniert. Okay.
Lärmpfeil. Wähle einen Lärmpfeil aus, in dem du. Alles klar. Okay. Weiter geht's. This was once a safe place for us assassins. Sang-Yong's tigers saw to the end of that. Their forces surprised and overwhelmed us, all but wiping out the Brotherhood. Gao Feng's death will send a message to the Templars. The assassins have returned. Aber anscheinend ja nur wir. Alles klar. Ein Lebensupgrade haben wir dazu bekommen. Die Assassinenschriften beschaffen 0 von 3. Okay, das ist immer das Nebensächliche, was man also machen kann. Jetzt frage ich mich gerade nur, können wir denn irgendwo, sag ich mal, was kaufen? Geht das? Personen, Orte, Dokumente? Nee. Naja gut, alles klar. Dann wollen wir mal nach hier oben gehen. Alles klar, so. Hier scheint es noch relativ ruhig zu sein. Ach, können wir jetzt hier so einen Sprung machen? Time to become more familiar with my surroundings. Ah, okay, alles klar. Super. Ach, okay. Ah, alles klar. Da kann man jetzt also ein bisschen die Karte erkunden. Wo es hier was gibt und alles. Interessant. Alles klar. Okay. Haha. Das ist echt schön, muss ich sagen. Ach, da unten stehen welche. Okay, alles klar. So, wir können natürlich immer wieder auf Select wechseln. Und können dann auch sehen, ob sich hier noch irgendwo was befindet. Ich denke mal, wir folgen jetzt dem Weg hier. Dann hier dem. Also immer mal wieder, wenn wir auf die Karte schauen. So. Alles klar, damit wir da jetzt nicht entdeckt werden, einfach hier weiter. Ach, was mache ich denn? Springen. Ah, geht doch. Schattengold, super. Wenn wir die jetzt verschont haben. Oh nein, dann gehen wir nochmal runter. Wer weiß, wo der entlang läuft. Scheint nur nach da zu gucken. Alles klar, jetzt mal auf die Karte gucken. Okay, wir müssen da sowieso entlang erstmal. Schleichen wir doch mal. Und gehen hier wieder runter. Ah, der bewegt sich also doch, der Herr. Und denn? So, ich bin da mal weg. Er muss mich ja nicht unnötig sehen. Und die unterhalten sich wahrscheinlich wieder. So, alles klar. Schauen wir noch auf die Karte. Okay. Ah, da oben scheint es erst was zu geben. So, alles klar. Und auf nach hier oben. Schattensilber. Ach so, ja, okay, verdammt, weil wir einmal entdeckt worden sind, kurz. Deswegen nur Schattensilber. Aber nicht so schlimm. Ah, okay. Das ist damit gemeint. Das ist cool. Das war echt nicht schlecht. Alles klar. Wir haben jetzt wieder Schattengold bekommen. Wachen können im Kampf Verstärkung rufen. Die Verstärkung ist hinter verschlossenen Türen versteckt. Alles klar. Muss auch ein toller Job sein, einfach nur zu warten, bis irgendwer Stress macht. Okay, ich weiß schon, wie wir das regeln werden. Würde ich mal sagen. Gut, ich will nur wissen, wie lange die sich unterhalten. Wenn er zurückkommt, habe ich dann auf jeden Fall genug Zeit, mich zu verstecken. Oder bleiben die jetzt die ganze Zeit da? Der scheint da jetzt stehen zu bleiben. So, schnell geht's hier runter. Okay, jetzt wird er sich wieder wegbewegen, alles klar.
Okay. Ich würde nur gerne. Ah, okay, so geht's auch. Haha, das sieht echt cool aus. Muss ich wirklich sagen, gar nicht schlecht gemacht. So. Schattengold bekommen, alles klar. Oh nein, erst nochmal hier runter. Okay, komm schon. Oh nein, das werden wir verhauen, das weiß ich. Hui. Auf jeden Fall haben wir es, also kriegen wir hier nur Schatten Silber, wenn wir es jetzt schaffen sollten. Da war das, da habe ich aber auch ein bisschen mit dem Feuer gespielt, was das angeht. Bevor der sich jetzt aber umdreht, erstmal hier hoch. Alles klar, jetzt finden wir auf der Seite gleich ein Fragment. Ja, Schattensilber, wie ich es gesagt hatte. Genau. So, ich muss auch gucken. Oh, 16 Minuten nehmen wir schon auf. Das heißt, gleich, wenn wir uns irgendwo befinden, werde ich dann auch mal den Part cutten. Ich finde die Musik auch sehr stimmig wieder. Aber das bin ich auch nicht anders von einem Assassin's Creed Teil wirklich gewohnt. Also die sind eigentlich immer durchweg stimmig. Okay, gut. Da hinten haben wir jetzt gleich das Missionsziel. Durch die Grotte navigieren. Ja, alles klar. Dann werde ich sagen, gehen wir mal bis da vorne. Und dann werden wir mal schauen. Genau, hier ist jetzt ein... Ah, okay. Ach, damit konnten wir die jetzt aufladen sozusagen. Alles klar. Und... Ah, komm schon. Ah, cool. Nicht schlecht. Alles klar. So. Wenn ich irgendwo ab hier ankomme, jetzt auch die Nebenziele, oder? Wenn wir jetzt mal schauen. Na, ich sehe bis jetzt noch nichts. Na, ich lade jetzt hier mal kurz auf. Damit können wir wahrscheinlich wen erschlagen, oder? Fallende Objekte erzeugen ein Geräusch, das Wachen ablenkt. Benutze Wurfmesser, um Seile zu zerschneiden. Die Objekte wie Planken oder Kisten halten, um für eine Ablenkung zu sorgen. Alles klar. Okay, nun gut. Wurfmesser scheinen wir genug zu haben. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier erstmal diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich wie immer freuen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.